Und das wird auch immer so bleiben, auch diese enge Verbindung. Wenn ich jetzt in Guatemala spielen sollte oder in Peru, ganz egal wo, überall wird meine Mutter, wird meine Familie da sein und mich unterstützen. J'ai vu les choses et c'est pour ça aujourd'hui je pense que j'en suis là. Hallo lieber Moussa Niakate. Hallo. Du bist Kapitän bei Mainz 05 und wir wollen heute über deine Zeit hier in Mainz bislang sprechen. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Dankeschön, das ist normal. Du hast mal gesagt, wenn du zu einem Verein gehst, muss dich der Verein als Projekt überzeugen. Kannst du dich erinnern, was dich von Mainz 05 damals überzeugt hat, als du hergekommen bist? Pour vous dire la vérité, ja, ursprünglich, um ehrlich zu sein, war es so, dass ich damals meine Entscheidung fast schon getroffen hatte. Ich wollte in die Premier League wechseln. Dann war es so, dass Mainz 05 auf mich zugekommen ist, in Person von Ruven Schröder, in Person von Sandro Schwarz. Wir hatten dann ein sehr, sehr gutes Gespräch, wo es dann über deren Pläne ging, was sie mit mir vorhaben, über die Bundesliga. Ja, und das hat mir zu denken gegeben und ich war dann so überzeugt vom Inhalt dieses Gespräches und von dem Verein, dass ich mich letztendlich dazu entschieden habe, in die Bundesliga zu wechseln, zu Mainz 05 zu wechseln. Pour la Bundesliga et Mayence. Du warst lange beim FC Valenciennes, richtig? Und in der zweiten Liga habt ihr da auch mehrfach den Klassenerhalt euch erkämpft. War das eine gute Vorbereitung inhaltlich auf das, was du an schwierigen Phasen sportlich in Mainz jetzt auch erlebt hast? Ja, das stimmt natürlich. Sowohl mit dem FC Valenciennes als auch mit Metz war ich oft im Abstiegskampf, ob das jetzt in der zweiten oder auch dann in der ersten Liga war. Mit Metz sind wir dann leider abgestiegen und natürlich habe ich dann auch Erfahrungen sammeln können, was das angeht, was den Abstiegskampf angeht. Und in gewisser Weise war das natürlich auch eine gute Vorbereitung für hier. Ja, ich glaube, das haben meine Mitspieler auch dann relativ schnell gesehen, dass ich viel Erfahrung damit habe, wenn mein Spiel auf des Messers Schneide steht und wenn es wirklich um alles geht. Du warst noch ein sehr junger Spieler, als du nach Mainz gekommen bist. Wie war es für dich, in ein fremdes Land zu gehen und wie hast du Mainz erlebt? Wie gastfreundlich ist Mainz? Ja, das stimmt. Mit 22 Jahren war das meine erste Erfahrung im Ausland. Dementsprechend ja, war es aufregend für mich, aber ich war auch sehr, sehr happy, hier zu sein, weil ich ja, diese Entscheidung aus vollster Überzeugung getroffen habe. Und natürlich, wie du auch schon gesagt hast, Mainz ist eine sehr, sehr offene Stadt. Die Menschen hier sind sehr offen und sehr herzlich. Das alles hat es mir natürlich sehr erleichtert. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Wochen gebraucht, weil ja, ich von heute auf morgen fast schon, könnte man sagen, dann hier in Mainz war und natürlich noch ein bisschen Zeit gebraucht habe, um mich einzugewöhnen, um alle Menschen kennenzulernen. Für mich war es dann auch eine neue Kultur, die ich hier kennenlernen konnte, trotz alledem. Du hast in Mainz ja tatsächlich einige Trainer erlebt, vielleicht etwas überraschend. Was wird dir von den verschiedenen Trainern bleiben, die du hattest? Ja, Sandro Schwarz war mein erster Trainer hier in Mainz. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass er mich hierher geholt hat, ist da eine besondere Verbindung. Er hat mir auch direkt am Anfang das Vertrauen geschenkt. Ich habe viele Spiele gemacht und zwischen uns war eine spezielle Verbindung. Wir waren beide auf der gleichen Wellenlänge. Ja, danach kam Achim Bayerlotzer, mit dem wir auch viele Spiele trotzdem gewonnen haben. Dann im Anschluss kam Jan-Moritz Lichte, auch ein herausragender Charakter, muss ich wirklich sagen, ein großartiger Mensch. Der kam leider in einer sehr, sehr schweren Phase der Saison. Da hatten wir leider nicht so viel Erfolg. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass es ein sehr, sehr großartiger Charakter war. Und dann kam Bo Svensson. Ja, eineinhalb Jahre ist er nun da und ich glaube, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Auch ein herausragender Trainer, ein toller Mensch. Und ich glaube auch, dass Bo Svensson wirklich eine großartige Karriere hinlegen wird aufgrund seiner Leidenschaft, die er tagtäglich an den Tag legt. Und ja, dementsprechend sieht man ja, dass ich von jedem Trainer was mitgenommen habe und jeder Trainer ja, mir etwas mit auf den Weg gegeben hat. Bo Svensson hat dich zum Kapitän der Mannschaft gemacht. Was bedeutet dir das, die Mannschaft anführen zu dürfen? Ja, natürlich war dieser Moment, als ich dann Kapitän wurde, eine große Freude, aber auch eine große Ehre für mich, eine Mannschaft oder diese Mannschaft dann als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen. Aber ich muss dazu sagen, dass ich nicht Fußball spiele, um Kapitän zu sein, dass es niemals ein Ziel war, von mir Kapitän zu sein, sondern ich glaube, ich bin ein Stück weit einfach so. Also ich konnte meine Führungsqualitäten bislang in jeder Mannschaft, in jedem Verein unter Beweis stellen und dementsprechend mich auch so auf den Platz einbringen und meinen Mannschaftskollegen helfen. Das ist nämlich das, worum es mir geht, dass ich auf dem Platz meinen Mitspielern helfe, den Kollegen helfe und wenn das dann dazu führt, dass ich eben Kapitän bin, dann ist das so, aber ich war, wie schon gesagt, niemals darauf aus, Kapitän zu sein, sondern das ist einfach mein Wesen.
Ihr habt als Mannschaft und auch du persönlich auch schwierige Phasen gehabt. Es gab eben diesen sehr wilden Abstiegskampf. Es gab für dich persönlich die Situationen wie das Spiel mit den verursachten Elfmetern und so weiter, wo man sich wahrscheinlich dann hinterher auch fragt, was läuft denn hier eigentlich gerade schief? Jetzt habt ihr eine relativ ruhige Saison mit auch sehr vielen Höhepunkten, auch im Stadion mit den Fans. Weiß man das nochmal anders zu schätzen, wenn man aus so einer schwierigen Phase kommt? Ja, bien sûr. Bien sûr, natürlich. Non, bien sûr, parce que, ouais, les trois saisons, bah. Ja, natürlich tut das gut, nach solch einer schwierigen Saison, eine solche Saison zu spielen, wie wir sie jetzt gespielt haben. Weil wir auch einfach in der Rückrunde der vergangenen Saison gesehen haben, dass es möglich ist. Also ich glaube, das war so der Hauptantrieb. Wir haben in der Rückrunde der vergangenen Saison einfach gute Spiele gezeigt. Ich glaube, wir waren Vierter oder Fünfter in der Rückrundentabelle. Dementsprechend hat es, glaube ich, beim einen oder anderen nochmal Klick gemacht, bei der ganzen Mannschaft, beim Staff Klick gemacht, dass es doch geht, dass es doch möglich ist. Und dann eben mit der gesamten Vorbereitung eine komplette Saison zusammengespielt zu spielen in der Konstellation, wie sie jetzt ist, mit Bo, mit Babak, mit dem Trainerteam. Glaube ich, dass es einfach der Hauptantrieb war, die Rückrunde einfach so weiterzuspielen und dementsprechend auch eine ruhige Saison zu verbringen, wie es jetzt dann eben der Fall war. Du bist letzten Sommer Vater geworden. Was bedeutet dir Familie? Ja, natürlich nimmt die Familie einen großen Stellenwert ein für mich. Also du hast es ja schon gesagt, im August letzten Jahres bin ich Vater geworden. Und ich möchte einfach das an meinen Sohn weitergeben, was auch meine Eltern an mich weitergegeben haben. Also ich habe eine sehr, sehr gute Erziehung genossen. Meine Eltern haben mir immer sehr, sehr nahe gestanden, stehen mir noch immer sehr, sehr nahe. Und dementsprechend ist es mir einfach wichtig, auch das an meinen Sohn weiterzugeben. Und ich glaube, dass das auch für die persönliche Entwicklung ganz wichtig ist. Also ich glaube, ein eigenes Kind, das lässt einen nochmal unfassbar reifen. Und das ist auch eben wieder als Persönlichkeit dann wichtig auf dem Platz. Das hilft einem auch auf dem Platz, diese Verantwortung, die man im Privatleben hat, dann auch auf dem Platz weiter zu wachsen als Mensch. Ich denke, pour être un joueur bien sur le terrain, faut être bien aussi dans sa vie personnelle et ça passe par la famille. Hast du eigentlich Geschwister? Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Ein großer Bruder, ein kurzer Schwester. Und kommt deine Familie oft nach Mainz? Sehen die dich auch spielen? Immer. Immer, wenn wir spielen in Meva Arena, immer. Du hast mal gesagt, Fußball ist eine universelle Sprache. Ihr nutzt diese Sprache, du speziell, aber ihr auch als Mannschaft momentan auch für starke Botschaften. Es gibt immer Kriege. Momentan gibt es einen Krieg, auf den von Europa sehr geschaut wird. Du hast die Kapitänsbinde danach gestaltet. Ihr habt jetzt das Sondertrikot im letzten Spiel gegen Eintracht Frankfurt gehabt. Wie wichtig ist es dir, bei solchen Themen tatsächlich eben auch ganz klar Stellung zu beziehen? Ich denke, die Antwort liegt in der Frage. Die Injustizen. Ja, ich glaube, die Antwort liegt schon ein Stück weit in der Frage. Einfach diese Ungerechtigkeit. Wenn Ungerechtigkeit irgendwo geschieht, glaube ich, dass man da den Mund nicht verschlossen lassen darf. Da muss man seinen Mund aufmachen und muss darüber sprechen. Und ich bin einfach so. Natürlich ist es dann so als Fußballer, dass es da ein Stück weit problematisch ist, wenn es um Themen geht, die außerhalb des Platzes geschehen. Politik, Kriege etc. Aber ich bin so jemand, ich kann da nicht schweigen. Ich muss da Stellung beziehen und muss auch darüber sprechen und darauf aufmerksam machen. Denn es ist doch so, dass wir ja bis zum Alter oder ab 17 Jahren bis zum Alter von 35, 36, 37 Jahren Fußballer sind. Und davor und danach, aber auch natürlich während der Karriere, sind wir immer noch Menschen. Und wir werden unser ganzes Leben Menschen bleiben und nicht nur Fußballer, sondern zuvorderst Menschen. Und dementsprechend ist es für mich ganz, ganz wichtig, da nicht still zu bleiben, sondern den Mut aufzumachen, seine Meinung zu sagen, wenn irgendwo Ungerechtigkeit auf der Welt herrscht. Und das ist auch bei uns intern, wenn intern bei uns etwas nicht so ganz richtig läuft oder wo ich denke, dass es ungerecht zugeht, dann mache ich meinen Mund auf und sage das auch und spreche das offen an. Die Fans in Mainz sind generell sehr warm mit den Spielern, aber ich würde sagen, du bist ein Spieler, dem sie eine ganz besonders große Zuneigung und Verehrung entgegenbringen. Nimmst du das wahr? Ja, das stimmt. Ich spüre auch diese ganz, ganz spezielle Beziehung natürlich zwischen den Fans und mir. Und das wird überall deutlicher, auch im Privatleben, auf dem Platz. Ich merke einfach diese ganz spezielle Bindung, diese ja, Liebe kann man schon fast sagen, diese ganz spezielle Zuneigung. Und darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz und das freut mich zutiefst. Ich erhalte immer wieder Nachrichten auf Social Media, auf der Straße werde ich angesprochen etc. Und speziell auf Social Media kann ich leider nicht alle Nachrichten beantworten, aber jeder kann sich sicher sein, dass ich die Nachrichten lese und mich über jede einzelne Nachricht freue. Und ja, darüber bin ich besonders froh, über diese Zuneigung, über diese Liebe, weil ich einfach immer ich selbst geblieben bin. Lieber Moussa Niakate, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es gibt zum Abschied immer die Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin-Gummibärchentüte. Herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön.